Moin Moin zusammen, hier ist der Trill und herzlich willkommen zu meiner Schweizer Wohnungstour 2019. Ich bin mittlerweile seit mehr als anderthalb Jahren fast schon in dieser Wohnung, habe die Roomtour ewig lang aufgeschoben, weil es nach wie vor ein paar kleine Baustellen gibt, die noch immer abgearbeitet werden müssen. Aber jetzt zusammen mit meinem neuen Partner Display hat das zeitlich ganz gut gepasst und ich zeige euch jetzt mal, wie ich hier zusammen mit Vera lebe. Der Eingangsbereich sieht so aus, dass wir so ein kleines Sideboard haben, wo wir immer unsere Sachen hinschmeißen können, wie Taschen, Portemonnaie und so ein Kram. Und nach links geht der Flur erstmal weiter, wo ihr direkt das Detroit-Bild erkennt, was ich schon 2016 in meiner Duisburger Wohnung hatte. Das habe ich hierhin mitgenommen. Auf der rechten Seite haben wir dann hier schon eine eingebaute Garderobe. Das sind zwei unserer Nachtschränke, die wir hier reingestellt haben. Die haben vom Platz her ganz gut gepasst. Unsere Winterjacken und nach links geht es dann weiter. Neu dazugekommen ist dieser große Spiegel hier, der das alles optisch ein bisschen vergrößert. Und diese Vase hier habe ich sogar ausgesucht. Geschmückt hat Vera das mit ein wenig Weihnachtsdeko schon mal. Die meisten von euch werden sich aber wahrscheinlich für das Heiligtum hier interessieren. Das ist mein Gamingzimmer slash Office. Hier hat sich in dem letzten Jahr nicht so besonders viel getan, seit ich das Roomtour-Video von diesem Zimmer hochgeladen habe. Aber ein paar neue Sachen sind dennoch hinzugekommen und ich habe hier in dem Video ein bisschen mehr Zeit, um auf die ganzen verschiedenen Sachen einzugehen. Die Wand hier auf der rechten Seite kennt ihr aus dem Livestream bzw. auch von den YouTube-Videos. Die Kamera ist ja immer darauf gerichtet. Im Eingangsbereich rechts in meinem Zimmer habe ich hier so einen coolen Stuhl von Ikea mit einem selbstgemachten Kissen von meiner Mom mit so einem Pokémon-Stoff. Bin ein großer Pokémon-Fan, wie ihr wisst. Und dahinter stehen noch meine Schalldämmmatten, die mal an die Decke sollten, aber mittlerweile auch seit anderthalb Jahren da stehen. Und hier sind meine großen Schallabsorber und da hänge ich immer meine Badges von den verschiedenen Events ran, wo ich auch noch irgendwie einen coolen Rahmen bauen möchte, wo ich die dann reinhänge. Dann haben wir hier auf der Wand noch meine Rahmen, einmal für die CSGO-Pin-Serien, die drei, die ich habe. Und dann noch meine YouTube-Play-Button. Das ist auf der linken Seite hier 100.000 Abonnenten erreicht auf dem englischen Kanal und 100.000 Abonnenten auf dem deutschen Kanal. Dann geht es weiter mit dem kleinen Sideboard, was ich hier habe. Da dekoriere ich ja hin und wieder mal um. So sieht es im Moment aus. Es weihnachtet ja sehr bald und der Streamzember startet. Da habe ich jetzt vor ein paar Tagen hier diesen coolen LED-Schneemann gekauft und diese zwei kleinen Wichtel. Da werden noch ein paar neue Sachen hinzukommen. Und daneben habe ich hier ein paar der wenigen lebenden Pflanzen in unserer Wohnung. Die leben hier unter dem Korken in so einer eigenen Atmosphäre. Die muss man alle drei Monate mal gießen. Und hier von Vera die beiden Pokémon, Glurak und Turtok. Und ein von einem Zuschauer geschenktes Souvenir. Vielen Dank nochmal an dich, Lars. Ich weiß nicht, ob ich das in Berlin oder auf der ESL One Cologne bekommen habe, aber auf jeden Fall vielen Dank. Das hat seinen Platz in meiner Wohnung gefunden. Dann haben wir noch von der TwitchCon 2017 das Cruiserboard, wo ich in Los Angeles beim H1Z1 Invitational war. Und dann hier die Displays. Die sind aber, das ist ja wohl ein Träumchen. Das sind keine Poster, das sind Stahlplatten, die man an der Wand anbringen kann. Die habe ich vor über anderthalb Jahren damals auf Instagram entdeckt und bin jetzt tatsächlich mit denen gepartnert und möchte euch die pünktlich zum Black Friday Sale heute im Video vorstellen. Was sind diese Displays denn eigentlich? Displays sind einfach gesagt auf Metall gedruckte Prints, die sich ganz einfach mit einem Magneten an die Wand befestigen lassen und so individuell dein Office oder Wohnung schmücken. Am besten zeige ich euch mal, wie einfach das Ganze ist. Hier habt ihr meine Zimmerwand mit zwei hässlichen Bohrlöchern, wo zuvor mein Longboard gehangen hat. Da freut sich der Vermieter. Aber alles kein Problem, ich kann das ja mit meinem Display covern. Hier haben wir einmal das sogenannte Protective Leaf, was im Grunde ein Sticker ist, den wir an die Wand kleben, an die Stelle, wo am Ende unser Display hängen soll. Der wird ganz einfach abgezogen und mit gleichmäßigem Druck an der Wand angebracht. Im zweiten Schritt nehmen wir den selbstklebenden Magneten und kleben den in die eingezeichnete Fläche auf dem Protective Leaf. Das drücken wir dann gut an und das wäre schon das komplette Setup, um unser erstes Display aufzuhängen. Wenn ich jetzt also mein cooles neues R2D2-Display an die Wand anbringen möchte, nehme ich das einfach und klatsche das einfach an die Wand. Wenn es beim ersten Versuch ein bisschen schief hängt, absolut kein Problem, da es ja an den Magneten hängt, kann ich das so lange rotieren, nach links und rechts hoch und runter schieben, bis es mir gefällt und so kann auch jeder Vollidiot ein Bild gerade an die Wand bringen. Das ist doch supi! Kleine Side Note am Rande, Display engagiert sich auch für die Umwelt und so wird für jedes verkaufte Display ein Baum gepflanzt und das Ganze passiert in Kooperation mit Trees for the Future. Displays werden in diesen super coolen Kartons verschickt, die übrigens auch umweltfreundlich hergestellt werden. Ausgepackt sieht ein Display dann so aus, hier die Duisburger Stadtkarte, die ich mir noch irgendwie in den Flur hängen möchte, auf der Rückseite dann der Magnet, der Assembly Guide mit dem Protective Leaf, dann noch ein Cleaning Wipe, um bestimmte Unterflächen vorher noch zu reinigen und ganz cool immer noch der Master of Production, da sieht man, wer das Display bzw. das Design auf der Seite hochgeladen hat und natürlich bei dem Kauf auch eine Provision bekommt. Der Druck ist übrigens extrem krank. Hier ist ein Cyberpunk-Poster, was ich mir ausgesucht habe in der Größe L. Und wenn ich jetzt im Close-Up hier rangehe an den Charakter, ich denke, ihr könnt es hoffentlich auch auf YouTube erkennen, wie gestochen scharf hier dieser Print ist. Also es ist wirklich extrem, extrem gut. Um zwei Fragen zu beantworten, die ich die letzten Wochen oft auf Twitch zu Display bekommen habe. Nein, der Sticker an der Wand hinterlässt keine Rückstände und klebt auch nicht stark genug, um eine Tapete abzureißen. Und hält auch auf vergleichsweise rauen Oberflächen. Wir haben hier zu Hause keine Tapete, das heißt, eine Raufasertapete sollte kein Problem sein. Denn wir haben bei uns zu Hause hier diesen richtig
scharfkantigen, ich glaube, es ist Putz, ich bin kein Experte, aber ich denke, ihr seht es auf der Kamera, also wir haben echt eine super raue Oberfläche mit richtig spitzen, scharfen Kanten, die da rausstechen, und bei uns halten die Displays auch seit über 2 Monaten ohne Probleme. Und das Geilste ist natürlich, wenn du irgendwo so ein Protective Leaf mit Magnet schon kleben hast und keinen Bock mehr auf das Display hast, was gerade daran hängt, kannst du das einfach abnehmen und was anderes ranhängen. Wenn ich Bock auf eine CS-Wand habe, nehme ich hier das ProStone Fake Display und ein AK-47 Display und habe hier eine schöne Counter-Strike-Wand. Wenn ich das nicht mehr fühle, nehme ich die wieder ab, klatsche mir Banjo-Kazooie, ein Cyberpunk-Display und die Front von dem RS3 an die Wand und habe wieder ein komplett anderes Setup. Am Tag, wo dieses Video live geht, bis zum Sonntag, den 30. November, haut Display den größten Discount-Code aller Zeiten raus und dieser wird auch für den Rest des Jahres nicht mehr übertroffen. Also wenn ihr euch schon lange überlegt habt, ein Display zu gönnen oder jetzt eine coole Idee für ein Weihnachtsgeschenk bekommen habt, lasst euch diese Black Friday-Rabattaktion schmecken. Mit dem Rabattcode BLACK spart ihr beim Kauf von 1 bis 2 Displays 33%, kauft ihr 3 bis 4 Displays 37% und wer 5 oder mehr Displays bestellt, spart unfassbare 41% auf die ganze Bestellung. Und um das nochmal zu verdeutlichen, der höchste Sale dieses Jahr lag bei 35%, und mein Partner Rabattcode TRILLUX15 gibt euch gerade mal 15%. Wenn ihr Displayed abchecken wollt, findet ihr meinen Partnerlink in der Videobeschreibung und könnt mit dem Code BLACK bis zu 41% sparen. Nun geht's aber erstmal weiter in meinem Zimmer. Auf der linken Seite von den Displays habe ich dann hier dieses kleine, ich weiß gar nicht, wie ich es nenne, Regal und mein komplettes Setup. Ihr seht, Kabelmanagement on point. Man sieht eigentlich fast gar nichts an Kabeln. Ich habe das alles mit Velcro selbstklebenden Tapes unter einen Tisch geklebt. Wir fangen mal hier von oben an. Hier habe ich eine ganz alte Kamera, die ich von meinem Papa geschenkt bekommen habe. Fand ich ziemlich dekorativ. Dahinter ein CT-Plüschtier. Das hier ist meine Abteilung für Matthias Ginter. Einmal hier ein Foto von mir, Swanny und Paralappen von der Stiftung, der Matthias Ginter Stiftungspokal und ein echtes Autogramm von Matthias Ginter. Darf natürlich hier auch nicht fehlen. Darunter geht es weiter mit ein paar Erinnerungen, die ich habe. Die 5-4 Veteran Coin von CS. Dann ein Wikinger-Schiff, was ich mir in Finnland gekauft habe, als ich dazwischen gelandet bin. Dann ein Terroristen-Plüschchen, was auch dazu passt. Der kleine CS-Pin, den habe ich auch von einem Zuschauer geschenkt bekommen. Und das hier von meiner Managerin. Ich bin ja ein riesen Detroit-Fan. Und die war in Detroit, weil die da Verwandtschaft hat. Und hat mir hier diese kleine Schneekugel, glaube ich, heißt das, geschenkt. Darunter geht es weiter mit dem legendären Frauenschuh vom Aldi, unterschrieben vom Big Clan. Das ist dieses Jahr auf dem Starlighter Major in Berlin passiert. Dahinter haben wir eine Coca-Cola-Flasche, die habe ich gerade verkehrt rum hingestellt, mit meinem Namen drauf. Das ist auch von einem H1Z1 Invitational aus L.A. und ein kleines Modellauto, was mich an mein erstes Auto erinnern sollte, was ich jemals habe, mein Audi A3, den habe ich geliebt. Und ich dachte mir, bevor ich den vergesse, kaufe ich mir dasselbe Auto als kleines Modellauto. Und hier unten geht es weiter mit ein paar Legos noch und meine kleine Gameboy-Ecke mit ein paar Charakteren, die man so als Gamer kennen sollte. So, aber jetzt kommen wir zu meinem Arbeitsplatz. Wir fangen mal auf der rechten Seite an mit der Beleuchtung. Das sind Studioleuchten von der Marke GVM. Die habe ich mir importieren lassen aus Amerika. Bin mega zufrieden mit den Teilen. Da gab es übrigens diese Elgato Keylights noch nicht. Sonst hätte ich mir die wahrscheinlich geholt. Mein X-Wing von Lego, den ich mir im Stream aufgebaut habe. Mein Handy, ein OnePlus 6T. Und das ist eine Lemetric Watch, mit der ich mir zum Beispiel auch beim Livestream die Live-Zuschaueranzahl wie auch die Abonnentenzahlen anzeigen lassen kann. Audio-Equipment. Ich spiele natürlich mit meinen Herlux HL5. Meine Gaming-In-Ears, dahinter ist ein Roland VT3 Audio-Interface und hier natürlich das Allerheiligtum, das Schweinen-Impad, was leider ausverkauft ist, und darauf sitzt meine Zoe ZA11-Maus und eine Corsair Strafe RGB mit Silent Key-Switches, dass man die im Stream nicht hört, die Tastenanschläge. Dann haben wir das Stream Deck XL, was ich mir neu gekauft habe, da werde ich demnächst auch nochmal ein paar neue Funktionen drauflegen. Und die Monitore, die ich bespiele, sind natürlich nach wie vor die Zoe XL2546 mit dem Dyke-Feature. Da habe ich die 3 Stück hier von Zoe bekommen. Bin super zufrieden mit den Teilen und so sieht das aus, wenn ich hier zocke. Auf der linken Seite habe ich OBS, den Chat und meine Alerts. Das seht ihr dann, beziehungsweise das sehe ich immer, wenn ich hier sitze, da sehe ich, was ihr lest. Und auf der rechten Seite habe ich dann meistens Discord auf oder Voice Clients, WhatsApp, whatever. Und hier ist die Kamera. Da gucke ich euch immer an, da gucke ich immer rein, wenn ich mit euch rede. Das ist die Kamera, mit der ich streame. Das ist eine Sony Alpha 6300 mit dem Standardobjektiv, was da bei Amazon dazugehört oder dazu kommt. Und das Mikrofon, was ich benutze, ist ein Shure SM7B, wo ich hier leider, als ich einmal im Stream geraged bin, eine Ecke aus dem, aus dem Schaumstoff rausgebissen habe. Und das Ding kann ich hier einfach zu mir hinziehen und dann da reinquatschen. Fehlen darf natürlich auch nicht die Matthias Ginter Maske, wenn man mal eine Pistolenrunde mit der USP bespielen möchte. Und dahinter ist noch mein Preamp.
Ja, unter dem Tisch dann hier mein High-End-Gaming-Rechner, die Specs davon, wie auch alle anderen Produkte, die ihr hier gesehen habt, werde ich euch mit Amazon-Links in der Videobeschreibung verlinken. Auf der linken Seite mein alter Rechner, ich streame aber nur über den auf der rechten Seite hier. Ich streame über ein Single-Streaming-Setup, weil ich mit dem Video-Editing einfach das besser finde, wenn ich die Sachen direkt auf dem Rechner habe. Mein Stuhl ist ein alter DxRacer King und hier zum Flexen, das hat mir Runtime vor einem Monat geschickt, ein Mini-Kühlschrank. Den durfte ich als Kind niemals haben, aber wenn immer ich jetzt hier im Sommer zum Beispiel kalte Getränke brauche, kann ich mir die daraus ziehen. Links daneben mein uralter Drucker mit ein bisschen Ablagefläche für Ordner und so. Und die kennt ihr vielleicht auch noch aus Duisburg. Das ist meine 3 Liter Smirnoff-Flasche, wo ich mein ganzes Kleingeld reinhau. Und hier haben wir dann noch einen Schrank, wo ich dann einfach noch ein bisschen Ablage und Staufläche habe. Kleines Special hier noch bei meinem selbstgebauten Tisch. Ein USB-Hub und SD-Kartenlesegerät, was ich mir hier reingebaut habe. Und wenn ich mal mein Handy laden will, kann ich mir einfach von unten ein Kabel hervorziehen und kann hier mein Handy anstecken und das aufladen. Das Kabelmanagement unterm Tisch sieht übrigens so aus. Ich habe alles mit selbstklebendem Klettband hier unter den Tisch geklebt. Velcro-Tape heißt das, kann ich absolut empfehlen. Viel, viel besser als irgendwelche Kabelschienen oder diese komischen Plastikknipser, die ihr hier seht. Ihr könnt, wann immer ein neues Kabel dazukommt, einfach den Klettverschluss ablösen, das neue Kabel darunter durchführen und durchschieben und habt das super schnell neu organisiert. Und es sieht ordentlich aus, super einfach, nicht viel Arbeit und kostet auch nicht viel. So, das war mein Office. Jetzt gehen wir aber mal weiter in Richtung Küche und Wohnzimmer. Auf der linken Seite hängt hier ein weiteres Display von meinem Lieblingsfilm Forrest Gump mit dem Spruch, die Mom immer sagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt. Das Ding finde ich super nice. Das ist übrigens auch ein Display mit dem Rahmen. Man kann auch einen Rahmen dazu bestellen. Ich finde, das macht sich hier im Flur super gut. Und wir gehen jetzt weiter Richtung Wohnzimmer. Das ist unser Wohnzimmer, klein, aber fein, schön hell. Mit der Couch, die ihr schon aus Duisburg kanntet. Hier haben wir unseren Esstisch, wo ich dann immer morgens mit Vera sitze. Und als ich sagte, wir haben noch ein paar Baustellen, meinte ich zum Beispiel das hier. Die Lampe, die seit über einem Jahr einfach noch immer so hängt. Ja, das muss ich mal anbringen. Aber das ist unser Wohnzimmer. Wenn ich jemand sagt, ich mache mich jetzt mit Vera abends auf die Couch, dann mache ich mich hier hin. Oder wenn ich irgendwas im Stream verbrochen habe und Vera tilt ist, ist auch das die Couch, wo ich dann die Nacht verbringe. Hinten habt ihr dann meinen Ergometer, wo ich mich drauf mache und hin und wieder mal reinradel. Oben an der Wand ein Display Multiplate, dazu kommen wir nachher noch. Und mein neuer Fernseher, der hat, glaube ich, 75 Zoll. Den hatte ich vor anderthalb Jahren gekauft. Super Teil von LG. Hat, glaube ich, hat eine Stange Geld gekostet. Aber ich sehe nichts mehr ohne Brille. Und dann braucht man natürlich einen entsprechend großen Fernseher. Vera war ein bisschen tilt, als ich den gekauft habe. Die sagte, der ist zu groß. Aber sind wir mal ehrlich, ne? Fernseher kann nicht zu groß sein. Was mich noch ein bisschen stört, ist die Wand über dem Fernseher, weil die so leer ist. Ich bin der Meinung, der Fernseher gehört an die Wand. Da hat sich Vera bisher immer so ein bisschen gegen ausgesprochen. Ihr könnt ja mal reinkommen, was ihr meint. Fernseher an die Wand oder soll der da stehen bleiben? Rechts über dem Fernseher, über unserem Dachenbaum, der auch unfassbar teuer war in der Schweiz, haben wir unser erstes Multiplate, also ein Display oder ein Bild, was sich aus mehreren Displays zusammensetzt. Passte farblich ziemlich gut zu unserer Einrichtung mit den Beige- und Goldtönen. Ich weiß nicht, was das für ein Tier ist, aber ich finde, es passt optisch sehr, sehr gut in die Wohnung rein und zu dem anderen Kram, den wir hier drin haben. Und das Coole ist, dass die hier mit so einem kleinen Kit verschickt werden. Also ihr habt einmal durchnummeriert die verschiedenen Displays, dann natürlich hier wieder das Protective Leaf, die Magneten und hier eine kleine Anleitung, ein Stift zum Einzeichnen und sogar eine kleine Wasserwaage, die man auch als Schlüsselanhänger benutzen kann. Auch mit dabei und super durchdacht von Display. Dazu gibt es dann noch diese recycelte Papierschablone hier, die man sich vorher an die Wand kleben kann und einem hilft, ein Multiplate an die Wand zu bringen. Man klebt die Schablone dann nämlich ganz einfach an die Wand, an die passende Position und weiß dann sofort, wie groß das Ganze werden wird und kann es so lange hin und her schieben, bis einem gefällt. Klebt dann wieder die einzelnen Protective Leaves in die Löcher hier, dann natürlich die Magneten, können dann die Schablone wieder abziehen und platzieren die einzelnen Teile des Multiplates. Dabei hilft natürlich in erster Linie wieder die Wasserwaage und dieses kleine blaue Kreuz aus Pappe, was ihr hier seht, womit wir bei allen Displays den gleichen Abstand beibehalten können. Und so schnell und easy kann man mit Display ein cooles Bild an die Wand bringen, ohne ein einziges Loch zu bauen. Vom Esstisch nach rechts geht es dann in unsere offene Küche, die ich auch super, super schön finde. Den Boden übrigens auch, der ist leider etwas rau, ich reiße mir sämtliche Socken immer kaputt. Aber das ist unsere kleine, aber wirklich mega, mega schöne Küche. Mit unserem Ceranfeld, hier haben wir so ein paar Kräuter, die sind natürlich nicht echt, sind aus Plastik, und meiner PUBG-Pfanne. Da haben wir tatsächlich mal versucht, Pfannkuchen drin zu machen. Leider hat sich das Logo dann nicht so gut eingebrannt, aber als kleines Deko-Ding steht das immer hier. Auf der linken Seite haben wir hier unseren Ofen. Hier wollte ich eigentlich die Marke filmen, der ist von Electrolux. Und darunter auch noch ein Steamer, den wir aber tatsächlich noch nie benutzt haben. Wenn wir uns nach rechts drehen, wäre dann hier unser Kühlschrank und hier ist ein weiteres Zimmer, das ist unsere Abstellkammer, da gehen wir gleich noch rein. Und hier, natürlich darf es nicht fehlen, ein weiteres Display mit meinem Lieblingsgetränk, dem Mojito, mit einer kleinen Anleitung. Ich finde, das passt auch super gut in die Küche. Davon gibt es ganz viele verschiedene. Könnt ihr auf der Seite mal gucken. Finde ich auch mega, mega geil. Ein wenig Arbeitsplatz haben wir dann hier wieder Richtung Wohnzimmer mit unserem Schneideblock. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Seife, Abspülsachen, alles, was man braucht. Vera und ich trinken im Moment sehr viel Tee, deswegen haben wir uns hier so eine kleine Teebox gemacht. Dann haben wir hier eine Alexa, mit der wir immer quatschen und nach dem Wetter fragen.
Daneben stehen auch noch ein paar coole Sachen. Hier ist einmal meine Essensklingel, die ich aus Südkorea mitgebracht habe. Ich höre durch die Hörlux ja relativ wenig, aber so hohe Töne hört man ganz gut. Das heißt, ich kann hier immer klingeln, wenn, oder Vera kann immer klingeln, wenn das Essen fertig ist. Dann weiß ich Bescheid, jetzt Gibbet. Und daneben aus Thailand haben wir diesen kleinen Elefant mitgebracht. Das ist der Glückselefant, der soll einem Glück bringen. Und hier auch aus Südkorea mitgebracht, so eine kleine coole Flipuhr. Links von meinem Mojito-Display geht es dann in unsere Abstellkammer, die nicht nur unsere Abstellkammer ist. Wir gehen da einmal hinein. Das Licht muss ich eben anmachen, weil hier ein Bewegungsmelder drin ist. Kurz winken, dann geht das Licht an. Also eine Abstellkammer. Also wir haben hier echt super viel Staufläche für unseren ganzen Kram. Aber hier ist nicht nur unsere Mikrowelle, Werkzeug und der ganze Scheiß, sondern tatsächlich auch Veras Gaming-Setup. Meine Freundin Vera muss aus unserer Abstellkammer neben der Küche zocken. Und ich sage euch ganz offiziell, das war nicht meine Entscheidung. Vera wollte das selber so. Die hat auch ein Display mit dem Groovefather. Und die wollte nicht mehr ihr Gaming-Setup in unserem Schlafzimmer haben, weil sie da scheiße fand und ungemütlich. Deswegen hat sie gesagt, ey, in der Abstellkammer ist da noch genug Platz. Können wir da nicht einen kleinen Tisch hinstellen? Dann kann ich von da aus daddeln. Und die hat ihr schönes kleines Zoe Pinkes Divina Setup und den Stuhl, den uns Backforce geschickt hat. Vielen Dank dafür nochmal. Da habe ich sogar mein eigenes Patch drauf. Leider ist das eh noch groß geschrieben. Aber das Coole an dem ist, für Veras Größe optimal, die hatte diese Schubladen, wo die mit einem großen Gaming-Stuhl nicht runterkommt wegen der Armlehnen. Bei dem Stuhl kann man die zurückklappen und so kann Vera mit dem großen Gaming-Stuhl hier auch ganz nah an den Tisch rutschen, denn die Armlehnen kann man zurückklappen. Ja, und von hier aus zockt Vera. Unter der Mikrowelle, unter der Heißluftfritteuse, unter dem Werkzeugkasten. Von hier aus zockt Vera und ich sage nochmal ganz offiziell, ihr könnt Vera auch fragen, es war ihre eigene Entscheidung. Dann fehlen uns vom Flur aus noch zwei Zimmer nach rechts. Übrigens, die Wohnung hat so 64, 65 Quadratmeter overall. Und hier geht's in unser Badezimmer, was ich auch extrem schön finde. Also im Vergleich zu meiner Duisburger Wohnung ist das hier echt schon Luxus pur. Erinnert an echt Hotel-Feeling ist das. Ein großes Waschbecken mit viel Ablagefläche. Wir haben hier so einen Schrankspiegel, wo man noch Sachen drin verstauen kann. Und ich liebe das einfach, dass du hier, egal wie viel du gerade rumstehen hast, immer was abstellen kannst. Dann haben wir eine schöne Glasdusche, wo der Duschkopf auch tatsächlich auf 2,10 Meter hochgeht. Das heißt, ich kann da problemlos duschen. Dann haben wir hier ein Klo. Eine Badewanne haben wir auch noch, die sehr, sehr selten genutzt wird. Ich bin zu groß, ich passe in keine normale Badewanne. Es ist immer der Oberkörper oder die Beine raus. Und wir haben hier auf der rechten Seite sogar noch einen Waschturm, was auch super, super nice ist. Das hatte ich in Duisburg nicht. Und ich vermisse es überhaupt nicht, im Treppenhaus an meinen Nachbarn mit meiner schmutzigen Wäsche vorbeizugehen. Das ist echt super nice, wenn man sowas in der Wohnung hat. Und wir überlegen hier über der Badewanne noch so ein Brett zu legen oder irgendwas, dass man da noch Sachen draufstellen kann, weil es fehlt uns, wenn wir gerade viel Wäsche haben, hier immer so ein wenig an Stauraum. Ein Fenster wäre natürlich auch ganz nett gewesen, aber die Entlüftung ist eigentlich nicht schlecht. Dann haben wir noch ein anderes kleines Special, ein Display im Badezimmer. Wir haben hier zwei Optionen. Vera und ich haben jeweils ein Display ausgesucht für unser Badezimmer und ihr dürft jetzt entscheiden, welches es wird, denn wir können uns nicht einigen. Ich sag nicht, wer sich welches ausgesucht hat. Das hier übrigens auch eins mit Rahmen, das hat dann immer eine andere Textur hier außenrum noch, was ganz cool ist. Und das hier wäre die zweite Option, They See Me Rollin'. Ihr dürft jetzt auf YouTube abstimmen. Oben rechts kommt jetzt ein Pop-up mit einem Poll. Da könnt ihr sagen, welches ihr cooler findet. Wir werden das eine Woche laufen lassen und ihr entscheidet, welches hier dann hängen wird. Das hier hat den Rahmen mit der Holztextur, das erkennt man da auch ganz gut. Und ich bin super gespannt, wofür ihr euch entscheidet. Hinter der letzten Tür verbirgt sich dann einfach noch unser Schlafzimmer, wo ihr auf der rechten Seite einmal unseren Schrank und unser Bett habt. Und ganz neu, das haben wir vor einer Woche ungefähr besorgt, haben wir Vera auch nochmal ungefähr den gleichen Tisch hier hingebaut, wie ich in meinem Zimmer habe, weil Vera einfach mehr Platz brauchte zum Lernen für die Uni, weil sie sich weder in der Abstellkammer noch im Wohnzimmer bei uns gut konzentrieren konnte. Deswegen hat die jetzt bei uns im Schlafzimmer auch ihren eigenen Lerntisch mit meinen alten Lampen aus der Duisburger Wohnung und hat hier super viel Platz, um ihre Hausaufgaben zu machen, Uni-Arbeiten und vielleicht demnächst auch ihre Bachelorarbeit zu schreiben. Das war's dann auch schon mit meiner diesjährigen Wohnungstour. Ihr seht also für zwei Leute klein, aber sehr, sehr fein. Also die Ausstattung ist echt sehr luxuriös und wir sind auch beide super happy hier. Draußen haben wir noch einen Balkon, den habe ich euch jetzt bewusst nicht gezeigt aus Privacy-Gründen. Aber ich denke, das könnt ihr verstehen und wart ansonsten hoffentlich auch mit der Wohnungstour ganz gut bedient. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Checkt gerne Displayed ab. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Mit dem Code BLACK könnt ihr bis zu diesem Sonntag bis zu 41% auf eure komplette Bestellung sparen. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns heute Abend im Stream oder im nächsten Video. Later! I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is